Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom. Und heute werden wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen und gucken, was wir hier so zu erwarten haben. Ach so, ja, stimmt ja. Wir wollten den Knopf drücken. Da haben wir, ich glaube, das war Leben. Ich glaube, das war Leben. Was zum... Okay. Darf ich mir nicht mal das Leben angucken? Ohne dass hier irgendwelche komischen Wichsviecher kommen. Ach, die kann man auch einfach zusammenschlagen. Ja, easy. Was soll denn das? Ich hab gedacht, die wären schwer oder so. Ich schlag die einfach zusammen. Okay. Egal was kommt, wir machen alles kaputt. Ich bin so tot. Direkt mal Mobs hier am Start. Warum auch nicht? Du trickst mir ein bisschen zu viel. Vielleicht von hinten? Magst du es von hinten, Mopsi? Ja, Mopsi mag es von hinten. So. Wo willst du denn hin, ne? Hier geht niemand irgendwo hin, ohne aufs Maul zu kriegen. Genauso wie du. Oh. Na, wir beginnen erstmal mit den leichten Gegnern, ne? Und verfehlen dann die leichten noch. Und dann schlägt er mich noch tot. Ach, Mopsi wieder am Start. Ja, ist klar. Hau mein ganzes Schild weg. So, zur Not werden wir auf jeden Fall noch das Leben schnappen, falls ich da lebend ankomme. Ich weiß ja nicht. Hör auf, mich zu treffen! Ganz ehrlich, das finde ich nicht so nice. So. Hi. Ach, wir mussten die Mopsis genau mit der Salve töten. Ach, da war ja was. Stimmt. Ja, gut, dann, weiß nicht, hier? Mal ein bisschen die Waffen wechseln, ne? Kann ja auch nicht schaden. Ah, jetzt ist er tot. Zwei Schüsse, weißt du? Komm. Och, Mopsi. Okay, okay. Das kriege ich hin. So, bis er nicht mehr gelähmt ist. Ey, du bist kein Mopsi. Hä? Du bist nicht Mopsi. Das finde ich jetzt nicht nett. Was bist du denn? Warst du Mopsi? Das war's? Okay. Was bist du? Ah, ich bin schneller. Ja, der Wahnsinn, ey. Genau das brauche ich. Das Unnötigste auf der Welt. Ja gut, Schnelligkeit kann man schon gebrauchen, ja. Aber, naja. Ich weiß nicht, Leben wäre viel sinnvoller gewesen oder Leute zusammenknüppeln. Wobei, die Gegner waren halt echt mies. Also, die waren schlecht. Ich weiß nicht, was das für Mopsi gerade war noch zum Schluss. Aber anscheinend hat er Spaß mit seinen grünen Bomben. Genau. Auf die Armaturen schlagen wir immer nur drauf. Wir drücken da nicht drauf, wir schlagen drauf. Aha! Ich wusste es. Ich hab's euch gesagt in der letzten Folge. Es geht auf, sobald wir den Knopf drücken. Da fällt mir ein, ob da gerade Gegner gekommen sind. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was hierbei rauskommt. Schalte mit dem schweren Sturmgewehr alle Ziele aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Bewegung ist nur 3 Sekunden lang nach einem Kill möglich. Ja, ist doch kein Problem. Die Gegner kommen doch sowieso auf mich zu. Gut, ist ein bisschen blöd, wenn ich nicht ausweichen kann, wenn ich abgeschossen werde. Da kommen wahrscheinlich 50.000 Mopsis. Ich kann mir davon ausgehen. Ich habe immer so ein Glück. So. Und wir bekommen Blut betrieben. Du bewegst dich kurzzeitig schneller, nachdem du einen Glory Kill setzt. Oh, das könnte man behalten. Ah ja, ich kann mich 3 Sekunden bewegen, ne? Nein! Der ist da hinten! Okay, ich brauche eine bessere Position. Ich habe auch nicht unendlich Munition. Wie fies ist denn das? Hör auf damit! Nein! Oh Gott, das ist schwer. Und ich will sie zu mir kommen. Scheiße. Kackposition. Okay.
Oh mein Gott, Freunde. Eine große Herausforderung wartet auf uns. Und ich weiß nicht, wie wir das meistern. Ich kann auch nicht anvisieren. Ich habe auch nicht unendlich Munition. Ach, ich kann ja laufen. Jetzt geh ich kaputt. Warum sind die so weit hinten? Nein, da gehe ich nicht runter. Ah, tolle Position. Alter, willst du mich. Wie soll ich den denn töten? Was zum. Okay, wir müssen auf eine hohe Position. Das ist schon mal klar. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Gott, werde ich feiern, wenn ich das hier geschafft habe. Komm, Headshot. 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 Jetzt krepier doch endlich mal. Ja. Da ist der Sack. Ey, ganz ehrlich, was zum Teufel ist hier los? Das kannst du doch nicht ernst, mein Spiel. Was ist denn das für eine Prüfung? Scheiße, Mann. Er kommt zu mir. Das ist schön. Shit. Ich bin hier voll am Konzentrieren. Lass mich in Ruhe. Gib mir das Leben. Dreckige Scheiße, Alter. Boah, bin ich happy. Was für ein Dreck ist das denn gewesen? Ich glaub's ja nicht. Alter. Oh. Genau das, was ich sagte. Wir sind am Arsch, wenn die schießen. Und ja gut, eigentlich kann jeder von denen schießen. Aber ihr wisst, was ich meine. Oh. Meine Güte. So. Dämonen töten, währenddessen ich in der Luft bin, das kann ich gut mit der Schotti machen. Das gehen wir als nächstes an, würde ich sagen. Waffenpunkt, brauchen wir da irgendwas? Ah, mit einem Punkt können wir es, glaube ich, vergessen, oder? Seltsame Geräusche, aber die sollen uns nicht interessieren. So, was haben wir denn da? Wir haben auf jeden Fall die Tür gefunden. Ich vermute irgendwie da oben oder so. Bitte was? Nein. Nein. Wir haben ihn in der Luft getötet. Das zählt. Ich vermute irgendwie da oben, aber... Ich weiß ja nicht. Oder. Oder, liebe Freunde. Der ist da rechts, da im Raum. Das kann natürlich auch sein. Guck nochmal kurz nach. Hier war auf jeden Fall schon mal ein Schild. Schalter. Ja, die Schalter sind nicht auch so ja, schwer zu sehen. Bitte was? ja. Sinn? Super Turbo Turkey Puncher. Ja, merke ich schon.
Was ist die Schwierigkeit an diesem Spiel? Und was soll der Scheiß? Wir fangen einfach bei Null an. Okay. Okay. Ich habe registriert, dass das irgendwie seltsam ist. Hier ist auch kein Schalter. Gut, wir haben einen Spielautomaten gefunden, der verdammt seltsam ist. Aber gut, hier ist auch kein Schalter. Na gut, schade. Aber gut, wir haben ein Easter Egg gefunden. Immerhin. Weißt du, so ein Easter Egg finde ich. Ha! In der Luft zertötet. Aber nicht den Schalter. War da gerade was? Okay, ich würde hier gerne nochmal um die Ecke gucken. Der Schalter ist ja meist so in dunklen Bereichen, ne? Na gut. Ich glaube, den finden wir nicht. Ich glaube, den finden wir nicht. Wir hatten die letzten Male wohl Glück. Mittlerweile ist alles ein bisschen schwerer geworden, alles zu finden. Pipapo. Deswegen ignorieren wir das Ganze einfach. Weil muss ja nicht sein, dass ich jetzt hier stundenlang nach irgendwas suche, ne? Ich halte aber die Augen offen. Komme ich jemals wieder zurück? Ja, ganz genau, Zero. So macht man das. Man springt... Ach. Man springt dran vorbei. Das ist wirklich das Intelligenteste, das du jemals gemacht hast. Sowieso haben wir keinen Erfolg bekommen für das Easter Egg. Super Turkey Puncher. Okay. Da kommt man anscheinend irgendwie hin. Na gut. Was war... Habt ihr das auch gehört? War das gerade eine Pute? War das quasi so eine Info, hey, hier ist ein Easter Egg in der Nähe? So, das Einzige, was uns noch bleibt, ist Rüstung. Schalter? Ach man. Oh. Ach, die waren das. Die waren in der Luft. Ach, leck mich doch. Leck mich doch einfach, ganz ehrlich. Ich muss hier alles penibel angucken jetzt. Bitte war... Alter. Ist... Ja, hä? Da muss man doch hinkommen. Ja, wenn die Viecher jetzt wieder leben, ne? Dann kacke ich ab. Jo. Was zum... Habe ich irgendwelche Drogen genommen? Hallo? So, da sind wir wieder. Spiel läuft wieder flüssig. Hup. Ja. Der Wahnsinn. Ich habe das Spiel einfach neu gestartet. Und wenn jetzt alles wieder in Zeitlupe ist, dann wissen wir an dieser Stelle, bitte nicht sterben, Zero. Denn das ist nicht so schön. Nee, alles gut. Nur, dass ich halt den Sprung verkackt habe. So, die Frage ist, muss ich jetzt das hier hinten nochmal holen? Wieso gar nichts mehr? So, mal auf die Karte geluschert. Da oben haben wir einen Blitz und verschiedene andere Leckereien. Schalter haben wir leider nicht gefunden. That's life, Alter.
Der ist wahrscheinlich irgendwie weiter zurück. Alter, nein. Aus! Pfui! Böses Viech. Ich muss sie im Flug treffen. Okay, okay, okay. Ha! Erwischt. Okay, wir haben den Schalter gefunden. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Huch. Na komm. Ja. Okay. War doch gar nicht mal so schwer. Ja, jetzt drück endlich. Du bist ein starker Mann. Das wissen wir alle. Dankeschön. Jetzt muss ich nur irgendwie lebend zurückkommen. Ach, ich da unten muss ich rein. Ach so. Jetzt ist zu spät. Jetzt gehe ich zurück. Oder wir versuchen es erstmal. Ja! Ja! Ich lebe. Perfekt. So. Da sind wir. Geheimnis gewunden. Ohne Gegner. Wo sind die Gegners? Was soll das? Naja. Was auch immer das war. Wir haben es eingesammelt. So, dann können wir jetzt endlich weiter. Und hoffentlich fallen wir dabei nicht runter. Das Schild brauchen wir jetzt nicht so dringend. Wir brauchen Leben. Leben ist das, was wir dringend brauchen. Los, geh auf. Alter, ist das... Nein. Ich hasse diese Stelle. Oh. Es ist ein Fluch. Es ist einfach ein Fluch, Leute. Es ist ein Fluch. Es ist der Fluch der Punchbox. Ich sag's euch. Ja! Ha! So. Haben wir denn alles da drüben überhaupt gesehen? Da war ja ein Blitz und so ein Kram. Wir müssen sowieso nochmal hoch. Nehme ich stark mal an. Deswegen. YOLO. Hallo! Dich möchte ich gerne haben. Wie komme ich zu dir? Was? Bin ich in The Cube oder was? Ich bin in The Cube. Was ist denn los? Hä? Hä? Ah, da, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt wird ein Schuh draus, Freunde. Doch, wie gehen wir weiter? Oh, über mir ist ein Loch. Tja. Tschüss. Wir gucken uns an. Oh. Ja, aber erstmal um. Ich hab mich nicht erschrocken, nein. Will ich doch niemals tun. Nicht bei so einem Kinderspiel. So, ich will zu diesem komischen anderen Ding. Bin ich blöd? Oder bin ich im Kreis gelaufen? Ach, man läuft hier im Kreis. Okay, schön. Das heißt, wir müssen hoch. Anderen Weg gibt's ja auch gar nicht mehr. Was zum... Ey, das ist doch alles hier verrückt. Ja, cool. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Alter, das ist...
Was ist denn hier los, sag mal? Es ist komplett das verrückte Level. So, was sagt mir die... Aber... Fuck. Ich muss nochmal zurück. Ja, das mit zurück, ist so eine Sache. Das ist so eine Sache. Oh. Wir sind zurück. So, wir schalten das Ganze nochmal aus. Jetzt, hä? Was zum... Konnte man nicht durch? So. Nee, jetzt echt. Ich bin so scheiße dämlich, Freunde. Verprügelt mich einfach. Um Gottes Willen. Wieso kletterst du dich? Was ist nicht in Ordnung mit dir, Mann? Ich hasse mich. Was ist denn? Ich freue mich. Dreh hier durch. Ich drehe hier noch durch. Irgendwas stimmt heute nicht. Irgendwas ist heute nicht ganz koscher. So. Wenn wir jetzt da in die Richtung gehen. Ne? Nicht im Kreis. Es führt gar nicht im Kreis. Es sind zwei verschiedene. Die habe ich verarscht. Das sind einfach zwei verschiedene. Naja. Ja, Zielerfassung, was haben wir noch? Schock. Das Abfeuern des Plasmagewehrs verursacht zusätzliche Hitze, blablabla, als mächtiger Schuss abgegeben. Das könnte man quasi versuchen zu kombinieren, ne? Wenn wir denn das Ganze schnell wechseln können. Ja, hier steht eine 2 dran. Gottes Willen, Zero. Lern lesen. Hass. Ich habe einfach nur noch Hass, Freunde. Ich empfinde Hass für diese Welt. Oh, cool. Okay, okay. Ja, da ist ein Blitz. Ich meine, das ist ja schön für den, aber das... brauchen wir anscheinend nicht. Ist ja nicht mal ein Geheimnis oder so. Wir haben noch eine Runenprüfung und what the fuck, wie viele Geheimnisse? Okay, wo ist die letzte Runenprüfung hier? Da unten. Okay. Hä? Leben! Leben, Leben! Ah, fühlt sich schon viel besser an. So, in dem Raum waren wir ja schon mal. Da können wir nicht hin, hier ist irgendein Apparat. Das ist so easy. Okay, ich wurde getroffen. Ist es nicht so easy. Und die fallen einfach um. Ach, in der Luft töten. Okay. Mopsi will's mal wieder wissen. Aber ich zersäge ihn einfach. Was ist denn los? In der Luft. Willst du mich verarschen? Wirft er sich einfach davor. Ja, ich dachte mal, wir zersägen einfach mal jemanden. Just for fun. Ohne Grund. Wir brauchen keine Muni. Ich dachte, ich bin nur ein bisschen gewalttätig. Wo ist der andere hin? Nicht mit mir, Bro. Nicht mit mir. Ist das denn ernst? Ja, leck mich doch. Ganz ehrlich. Kann ich hier rein? Ja, meine Lieblingsgegner, Freunde. Der Armlose. Der Genicklose. Und der Kopflose. Das sind meine Freunde. Hört sich vielleicht ein bisschen armselig an, ist aber so. Ja, wie schön, dass hier nichts ist.
Das ist eine fette Kanone, Mann. Kann ich doch einfach drauf richten und so kann ich mich reinsprengen. Naja. Aber wir sind ja nicht so brutal, ne? Huch. Ja, nice. Geheimnis gefunden. Ja, nice. Ich glaube, dort ist irgendwie was. Ja, meine Lieblingsfeinde. Der Kopflose, wir kennen ihn schon. Das nehme ich auch mit. Das Leben brauchen wir nicht. Und dann sind wir irgendwo, wo wir nie wieder rauskommen. Cool. Na doch. Ja gut, Freunde. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Komm, die machen wir nochmal kaputt. Die machen wir nochmal kaputt, ne? Mr. Kopfloser, dich habe ich schon dreimal gefunden. Ah, der Genicklose, den kennen wir auch noch. Ah, wunderschön. Ja, hier ist auch nichts. Ich fühle mich dezent verarscht. Aber gut. Wir hatten Spaß und wir finden ganz viele Geheimnisse. Jetzt sammel das Ding auf, Mann! Gut. Ein Blick auf die Karte verrät uns, dass wir überall waren. Uns fehlen zwei Geheimnisse. Das eine wird höchstwahrscheinlich das Ding sein. Und das andere wird... Oh. Fetter Kampf, Alter. Fetter Kampf erwartet auf uns. Wo ist denn das letzte Geheimnis? Sag bloß, das ist die verdammte Rüstung. Die Rüstung waren wir ja. Vielleicht das Ding. Das ist doch witzlos. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und ich laufe einfach mal dahin. Und dann sehen wir uns morgen da. Also wie sich. Haut rein. Tschüss.